Hey Leute, heute gibt es mal wieder was zum Thema Beauty Treatment bzw. Gesichtspflege. Und zwar geht es um die total angesagte Kurkuma-Maske bzw. Turmeric-Maske. Es soll extrem gute Wirkung haben, was die Haut betrifft. Speziell wenn man Akne hat, starke Pickel, Hautirritationen, ist das angesagte natürliche Wundermittel schlechthin. Und ich dachte mir, ich probiere diese Turmeric Mask einfach mal aus. Meine Rezeptur zeige ich euch jetzt. Dafür benötigt ihr ein paar Zutaten. Das wäre zum einen Kurkuma. Dann gibt es hier auch noch Reismehl als Bonuszutat, dass es die Haut weicher macht. Olio, also quasi Olivenöl für sehr trockene Haut. Und natürlich eine große Portion Honig. Gemischt werden hier 2 Esslöffel Kurkuma mit einem Esslöffel Honig, und zwar bis ihr so eine richtig dicke Konsistenz habt. Und ich gebe hier noch einen Schuss Milch dazu statt Joghurt, weil ich einfach das Ganze nicht so dickflüssig haben will. Wenn ihr das dann angerührt habt, sollte das eine orange-gelbe Paste sein. Die richtige Mixtur ist wichtig. Und wie ihr vielleicht auch gesehen habt, Öl kann man verwenden. Öl ist sehr gut, wenn man trockene Haut hat, kann man auch einen Teelöffel Öl dazu hineingeben. Oder man kann eben Joghurt hinzufügen, das ist speziell für jemand, der ölige Haut hat, da ist das Joghurt sehr gut. Ich nehme jetzt hier einfach mal ganz wenig und trage mir das mal auf die Wangen auf. So, wenn ihr fertig seid, habt ihr ein komplett orangen-gelbes Gesicht. Jetzt ist erstmal Abwarten angesagt, das Ganze muss ein bisschen erhärten, 20 Minuten Einwirkzeit. Und ich bin gespannt. So, alles abgewaschen und es fühlt sich an wie ein Babypopo. Extrem weich. Ich muss aber ehrlich sagen, es hat schon so 2 Waschgänge gedauert, das Gesicht wirklich von diesem Gelb zu befreien. Aber es war jetzt nicht so, dass es total hartnäckig war oder so. Vor allem bei den Augenringen muss ich schon sagen, dass die ein bisschen aufgehellt worden sind. Oder was meint ihr? Also für die, die lieber auf natürliche Kosmetika zurückgreifen bzw. sich lieber ihre Gesichtsmasken zu Hause basteln, denen kann ich diese Kurkuma-Turmeric-Mask wirklich sehr empfehlen. Für mich ein klares Ja. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen hoch da und ansonsten wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!